Exile, Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Code in Exiles mit Voucher und mit Codeless. Schön, dass ihr da seid. Ich bin gerade, bevor ich euch dazugeholt habe, nochmal hergegangen und habe ein bisschen versucht, das mit dem Essen hier rauszufinden. Im Moment ist es so, dass hier ein Effekt erhöhte Stärke erhöhten Schaden um 10% wirkt. Ja, hier haben wir bei den Attributen eine 64-prozentige Wachstumschance plus 14. Und ich glaube, diese plus 14 in Klammern kommt immer durch das Essen oder die Buffs, die man den Thralls gibt. Was ich jetzt noch nicht ganz rausgefunden habe, wie sich das ändert. Ich habe gestern ja die ganze Zeit Schleimsuppe reingemacht. Wenn ich das richtig kapiert habe jetzt, müsste Schleimsuppe einen Stärkebonus geben. Dann habe ich hier nachgelesen, würde angeblich einen Vitalitätsbonus bringen. Und hier sollte normalerweise ein Beweglichkeitsbonus rauskommen. Ich habe nur noch nicht gerafft, wenn ich ihr jetzt, sage ich mal, das hier fütter, so wäre zumindest meine Idee, dann müsste doch jetzt hier das umgeschalten haben. Und das tut es bei mir irgendwie nicht. Und ich weiß auch nicht, warum Mut jetzt hier mit einer 14-prozentigen Chance ist. Also da muss ich noch reinwachsen in das Thema. Ich habe aber die Schleimsuppe jetzt mal rausgenommen. Und da wir ja jetzt gestern auch festgestellt haben, dass die Gute 36 Punkte auf Beweglichkeit hat, kriegt sie natürlich ihre Dolche als Nahkämpferin und begleitet uns jetzt auf den Weg das Fohlen holen. Ich würde sagen, wir laufen jetzt hier schön die Küste entlang. Den Bereich kennen wir noch nicht, dass wir den einmal gemeinsam anschauen. In diesem Bereich irgendwo müssten wir unser Fohlen finden. Und natürlich, wenn ich irgendwo ein Camp sehe, würde ich da mal einkehren auf dem Rückweg, wenn wir dann die Thralls oben rausholen. Also ich habe das jetzt verstanden. Es gibt verschiedene Nahrungsmittel, die verschiedene Chancen erhöhen, wenn der Thrall Level. Es kann natürlich auch sein, dass das erst umschaltet nach einer gewissen Zeit oder nach einem frischen Einloggen oder nach dem Level-Up. Das weiß ich nicht. Jedenfalls hat sie jetzt keine Schleimsuppe. Sollte sie jetzt, sag ich mal, ich muss da jetzt ein paar Mal rein, weil ich das noch blicken will, sollte sie jetzt, sag ich mal, die Reihenfolge hier nehmen, müsste sie normalerweise die Fleischfetzen als erstes verbrauchen und dann das Steak. 5, 15. Jetzt machen wir mal ein bisschen was und dann gucken wir, ob was passiert. So, hi, my friend. Ich habe jetzt einen Schrallalal dabei. Der macht dich platt. Oh, die macht wirklich Damage, ne? So, auch jetzt so, wenn ich unterwegs bin, ich nehme nicht wirklich jedes NPC aus, auch wenn es teilweise sehr gute Ressourcen gibt. Ich bin eher so der Typ, so ist meine Spielweise, wenn ich was brauche, gehe ich gezielt los, ne? Jetzt müsst ihr damit leben heute, dass ich hier ab und zu mal reingucke, weil ich es noch nicht ganz raff. Wir haben bald ein Level-Up. Dann würde ich behaupten, sobald das Level-Up da ist, schauen wir natürlich mal rein, ob sich der Statuswert verändert. Hier sehr gut, Hyänen bringen ja unheimlich viel EP, habe ich jetzt gemerkt, ne? So. Ja, mach nur. Und sie bekommt also nur auch EP, wenn ich, glaube ich, wenn ich kämpfe, ne? Also wenn ich jetzt im Zuhause unterwegs bin und irgendwie, sag ich mal, ich bastel irgendwas oder lasse Materialien durchlaufen, hat es keine Auswirkung. Ich glaube, bei Ark war es so, dass die teilweise auch Punkte gekriegt haben, wenn sie einfach nur im Camp waren, ne? So, ich muss natürlich immer wieder mal auf die Map. Hier brauchen wir, glaube ich, nicht durch. Das sieht nach dem Spinnending aus. Ich würde sagen, aber lasst uns mal kurz an der Höhle vorbeigucken. Wir machen sie jetzt zwar heute nicht, weil wir ja ein anderes Ziel haben, aber wir können ja mal hinlaufen, ne? Dich habe ich jetzt überhaupt nicht irgendwie. Da kommt auch schon eine Spinne. Ja, komm, mach sie platt. Jetzt im Moment bin ich der Tank, ne? Aber ich brauche auf jeden Fall einen richtigen Nahkämpfer, in Anführungszeichen richtig, weil er halt Stärke haben sollte, ne? So. Da müssen wir mal gucken, was wir uns die Tage da besorgen. Das nehme ich jetzt so mit, das ist gut. So, lass mal gucken. Hast du schon ein Level abgekriegt, oder? Hä? Nee, aber sie steht noch kurz davor. Ist immer noch bei Mut eingehängt hier. Hast du was gefuttert? Ich muss natürlich gucken, gell? Ich muss natürlich gucken. 3,15, also sie verbraucht im Moment die Fleischfetzen. Apropos Fleischfetzen verbrauchen. Ich sollte da, falls das die richtigen sind, nachkochen, richtig? Richtig. Machen wir jetzt. Ich habe ja extra ein Lagerfeuer nochmal gebastelt. Ich nehme das einfach mal mit. Ja gut, die Klauen da, die brauche ich jetzt nicht unbedingt gleich. Das brauchen wir auch nicht. Den Wickel auch nicht und das auch nicht. Und das hier auch nicht. So, komm mal, also wir machen noch 2, 3 und dann kann ich ja mal ganz gemütlich nachkochen. Hier kommt doch ein Camp. Vielleicht gehen wir da jetzt einfach mal gemeinsam rein. So wie wir es sind. Nehmen wir gleich mal hier vorne den Wächter.
Kamm des Schnitzers. Ach, des Schnitzers. Ich habe erst Schlitzer. Wollte gerade sagen, der ist aber hochgewachsen hier, der Gute. So. Nö, das Material. Wo bist du? Einer steht hier auf, einer hier. Vorne steht noch einer. Das sind alles Bogenschützen. Dann gehen wir mal ran. Sie macht den Linken, ich mache ihn hier. Ja, es sind jetzt wie gesagt alles noch Anfangs-NPCs. Deswegen ist jetzt hier noch nicht so die Hölle los. Groot, Todesser. Alter, bist du vom Ding? Bist du vom Harry Potter rausgekommen, Todesser? Wahrscheinlich ist das auch ein ziemlich guter. Oh. Der Grootler hat einiges anzubieten gehabt. Wo schießt denn jetzt hier der Kollege? Ah, da. Hast du gesehen, da waren jede Menge Seiten drin. Vielleicht ist der dessen Magier gewesen. Wir müssen auch mal gucken. Es gibt ja jetzt die Hexenjagd, ne? Genau, dicht an dicht. Das ist so unser. Das habe ich schon kapiert. Da brauche ich jetzt nichts. Lass mich mal kurz durch. Was habe ich denn da jetzt alles eingesammelt? Ein Magierschädel, Leute. Dann ist das vielleicht ein NPC von der Hexenjagd. Kann das sein? Seite mit fehlergeschlagenem Also es waren Zauberer. Zauberspruchseiten. Zwei Stück und drei fehlgeschlagene. Die müssen wir alle aufheben, ne? Jetzt weiß ich nur nicht, wo kam denn der her? Müsste da nicht normalerweise auch ein Magiertischler von dem irgendwo stehen? Komm, wir gucken mal alles durch, sicherheitshalber. Da gibt es bestimmt wieder ein Haufen Zeug. Oder kommt noch einer? Ja, weil das Fohlen einsammeln ist zwar eins unserer Ziele heute. Drafari-Zauberer. Oh, der röchelt noch ewig nach. Ja, super, dann haben wir jetzt wenigstens mal da ein bisschen von... Oh, guck mal, ich habe zufällig gerade die Herausforderung für... das mache ich kurz fertig. Mal gucken, ob wir heute unser Fohlen bekommen. Ich bin sehr gespannt. Okay, das ist schon komplett. Sehr gut. Da muss ich natürlich reingucken in den... Ja, das machen wir jetzt komplett leer, das Ding hier. Aua. Sehr geil. Ich kann ja dann rausschmeißen. Jetzt loote ich sie mal durch kurz. Müsste unser Spatzel nicht auch gleich aufsteigen? Sag mal, der eine Zauberer ist ja von da oben runter gesammelt. Da gehen wir jetzt mal kurz hochgucken. Gehst du schon mal vor? Ich guck gerade mal, ob ich hier einen Loot finde. Hier ist nix. Hier. Das sieht nach einer Opferstätte aus. Und hier war mal irgendwann einer. Ein Dreier-Kombo mit. Mit einer Dreier-Kombo hättest du richtig abgeräumt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier irgendwas abbauen muss oder so. Das weiß ich natürlich nicht. Ich hoffe, das werde ich rausfinden, indem ich es einfach mal probiere. Ich hack mal da drauf. Nix. Jetzt habe ich ihr wieder irgendwas gesagt, was sie machen soll. Na, immerhin, jetzt haben wir... Da liegt einer drin, ne? Vielleicht nur Gimmick. So, Leute. Ist ja super interessant. Samt-Tornister. Jute-Tornister. Müssen wir dann aufmachen, aber ich glaube, ich lasse die erstmal zusammen, nicht, dass ich gleich überladen bin, oder? Probieren wir natürlich dann daheim mit den Zauberseiten, ne? Sobald wir zurück sind. Also hier war auf jeden Fall jetzt Zauberei angesagt bei denen, aber das Camp ist noch nicht ganz leer. Jetzt mache ich es einmal komplett leer. Schub, schubidubidubidubidu. Was nehmen wir mit? Rafari-Banner können wir mitnehmen, sieht bestimmt nice aus. Und hier dieses gereinigte Wasser. Ich guck gleich nach dir. Ich will nur mal schön schauen, kann ich die Schädel? Ach, jetzt habe ich das erst Kraft. Wenn ich E drücke, läuft die dahin. Okay, okay, Mäuse. Mäusezahn. Das machst du richtig gut. Wir müssen jetzt eh gleich wahrscheinlich hier kampieren. Lum, lum, lum. Ach, mal schauen. Hier, das könnte auch nochmal ein Zauberer sein. Scheiße. Kodlers, du bist runtergestürzt, Bursche. Scheiße. So, warte mal. Ich muss eh gleich nochmal an den See.
Schade, ich dachte, ich habe was Cooleres gefunden. Wie weit ist es denn zum Beispiel? Wir laufen nachher unten am Wasser entlang. Ach, das wird die Höhle sein. Hier kann das... Offensichtlich. Wir können ja mal kurz reinlinsen, dass wir wissen, welche Feinde hier kommen. Wo läufst du hin? Soll die mir aufzeigen, dass sie hier reingeht? Schauen wir mal. Gallamans Grab. Hier ist auch Schwefel, oder was? Gallamans Grab, also das wäre die zweite Schwefelhöhle. Das sind wir doch jetzt da, ne? Markiert hatten wir es schon. Okay. Ja, gehen wir mal demnächst hin. Wenn ich wieder Schwefel hole, kann man ja vielleicht hier und drüben holen, ne? Damit wir die gemütlich entdecken, die Höhle. Was ich nicht weiß, habe ich zufällig... Nee, habe ich nicht. Das heißt, ich muss uns kurz eine Bettrolle bauen aus drei Tierhäuten. Wäre eine schöne Geschichte gewesen, hätte ich drei Tierhäute gehabt. So, jetzt pass auf. Jetzt haben wir auf Vitalität 14%. Chance auf Vitalität 14%. 60, 70, 78% haben wir jetzt die Chance, dass sie hier wächst oder hier wächst. 93%, ne? Kann aber wahrscheinlich auch das kommen. Nehme ich an. Und die Vitalität hat sie jetzt bekommen durch... Durchs Steg, schätze ich mal. Aber ich raff nicht ganz, wann es zählt, weißt du? Vielleicht findet man das ja eines Tages noch raus. So, komm her. Ich mache uns kurz... eine Bettrolle. Huch. Sieht das, das Spiel jetzt hier so? Jawohl, mit der Rückhand, Codeless. Die, 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 die. Jetzt pass auf, ich mache mich erstmal leichter. Die Eisentage, ich weiß nicht, ob ich die unbedingt brauche. Wahrscheinlich nicht, das brauche ich auch nicht unbedingt. Ich suche eigentlich meinen Schlitzer hier. So. Wollen wir dann nachher noch das Camp fertig machen oben? Weißt du was, können wir jetzt gleich machen. Da oben ist ja schön ausgeleuchtet. Komm her, guck mal, dass du dein Level abkriegst. Und dann kann ich ja oben ein Feuerle hinsetzen, dann brate ich das Fleisch raus. Und morgen früh geht es dann schnurstracks zum Fohlen. Vielleicht machen wir auch einen Rückweg, auch nochmal so eine Geschichte hier. Da bin ich aber blöd runtergefallen, oder? Ja komm, es wird jetzt gleich dunkel. Wo war denn das? War das das hier? Ne, aber da oben ist auch nochmal eins. Hier bin ich runtergeknallt und da oben gibt es auch nochmal ein Camp. So, und da das jetzt keine schweren Gegner sind, weil wir im Anfangsgebiet rumhüpfen, würde ich sagen, mache ich die einhändig. Der da vorne hat... Was? Ja komm, dann geh schnell hin, dann machen weg. Hä, wieso liegt denn da einer? Pfeile nehme ich mal mit. Mein Mädle geht schon voll. Der hat nur Baumaterialien dabei. Hier ist noch einer. Guck mal, wenn ich den jetzt hier noch mache. Aber ohne runter zu fliegen. Your heart will be eaten. Your heart will be eaten. Das hier kann ich nicht irgendwie, ne? Wäre auch schöne Geschichte gewesen. Komm, wir gehen mal da vorne ran. So, Leute. Jetzt weiß ich gerade noch nicht genau, ob ich direkt weiterlaufe oder ob wir hier... Wir campen jetzt hier. Achso, da darf ich nichts bauen, gell, bei denen. Ja gut, dann gehen wir weiter. Stückle kommen. Wo sind wir denn aktuell? Hey, wir sind eh schon bald da. Das ist jetzt kein Ding mehr. Hier campe ich kurz und wenn es morgen früh hell wird, gehen wir dann gemeinsam weiter. Einmal die Geschichte. Habe ich uns die Bettrolle gebaut. Bestimmt liegt die schon irgendwo und ich sehe sie wieder nicht. So, das haue ich raus. Bettrolle ist gleich fertig. Sehr gut. Jetzt haben wir schon zwei Magierschädel. Ich bin mal gespannt, was mit denen noch geht.
Hier räume ich schon mal ein bisschen aus. Die Seiten dürfen wir auf keinen Fall weggeben. Die brauchen wir. Tja, ich sehe die. Da ist sie. Also. Würde ich sagen, Spawnpunkt ist aktualisiert. Morgen früh, wenn es hell wird, hole ich euch dazu. Das Einzige, was ich jetzt hier noch mache, ist kurz und bündig das Fleisch abkochen. Wenn ich welches habe. Hier Wildfleisch, ne? Koche ich jetzt einmal ab. Und das Stegle. Das mache ich uns. So, bis gleich. Und weiter kann es gehen. Ich baue schon ab mittlerweile. Wir haben schon alles wieder beieinander. Und unser Süßerle hier hat jetzt aktuell immer noch die 14% hier. Und diesen Effekt. Level bald auf und dann gucken wir mal, ob sich das zurücksetzt. Und da ich meine, gelesen zu haben, dass mir dieses Fleisch prozentualen Vorteil auf Beweglichkeit gibt, habe ich das jetzt reingemacht und das Grillfleisch wieder rausgeholt. So, lass mich gucken, wo sind wir? Heißt es schon ein Stück Weg, aber das kriegen wir heute irgendwie gebacken. Ich will nur gucken, wo ich hier schnell runterkomme. Hier eventuell. Oh, hier wird's gut. Ach, guck dir das an. Der Truman hat das Licht angemacht wieder. So, jetzt überlege ich, ob wir ans Wasser kurz runter sollten, aber ich habe, glaube ich, 14 Dinger gefunden. 14 Quellwasser. Können wir erstmal weiterlaufen. Vielleicht finden wir ja nochmal so ein Magiercamp. Ich meine, Schaden kann es nicht, ne? Sie levelt auch bald auf. Ein bisschen kämpfen sollten wir auf jeden Fall. Ja, aber das sind ja alles so Sachen, wenn man das einmal dann kapiert hat, wer was welches Futter bekommt. Der Problemfall für mich im Moment ist eigentlich nur, dass ich eigentlich einen Tank ausbilden möchte. Das wäre so mein Wunsch. Hier sind überall die Geier. Komm ruhig mit. Also ich kenne mich jetzt in dem Spiel nicht so gut aus, dass ich jetzt wüsste, wo die ganzen Camps sind. Aber hier ist mal wieder eins. Würde ich sagen, mach mal mit. Ist ein kleines. Ich glaube, in den kleinen sind jetzt keine Mages. So. Na, die kommt schon, aber das kannst du ja auch alleine klären da vorne, das Zwei-Mann-Zelt. Der ist eine super Map, ich lieb sie. Kannibalenruhe. Kannibalen sind jetzt auch nicht so super stark, ne? Ja, es sind ja auch noch die Drafari. Darfari, nicht Drafari. Die Drafi-Deutscher hier. Hallo. So, ist gut, ist gut. Zum Glück gibt es kein Friendly Fire. Ja gut, alles muss man ja nicht unbedingt mitnehmen, oder? Sagen wir mal so, ich nehme jetzt einfach mal Pfeile mit. Pfeile nehme ich mit. Dann hier so eine Sprengdrüse kann man mitnehmen. Alles, was ich selber geschwind farmen kann, machen wir keinen Kopf. Den Speer zum Beispiel brauche ich nicht. Hier wäre Glas nicht schlecht. So Käfersüble könnte man mitnehmen, Knochen und Pfeile. Ja, so in etwa würde ich sagen, machen wir jetzt immer die Camps. Bist du schon aufgestiegen? Noch nicht, gell? Das kriege ich ja angezeigt, komm. Und falls das stimmt mit dem Fleischfetzen, aber halt mal, das ist ja Steg. Das ist ja kein Steg, ne? Komm, ich fülle mal einmal da unten geschwind mein Dösle. So. Wie gesagt, ich laufe denselben Weg dann zurück. Das heißt für uns, wir kriegen dann morgen wahrscheinlich das Pferd in den Pferd, ne? So. Wo gehen wir lang? Unten lang geschwind? Komm. Vielleicht ist ja irgendwo ein Schmokodil. Häsle. Ja, aber ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, wenn Beweglichkeit sich ja, ich überlege gerade, wenn Beweglichkeit sich ja auf Bogen und Dolche auswirkt, können wir die auch als... Ey, aber das musst du aber auch wissen dann hier, ne? Dirnen-Tagebuch 4. Neues Emote erlernt angeben. Kodles. Da muss aber auch zufällig jetzt gerade drüber laufen. Lass mich mal angeben kurz. Wo kann ich ihn angeben? Das ist die Drofhaus. Das wird es nicht sein. Huch, bin ich jetzt erschrocken. Grüßen. Kommunikation waren die meistens drin, gell? Zeigen. Flirten. Hier ist es. Jo. Dann guck jetzt hier rein, du Angeber. Guck rein, ob es irgendwas sich geändert hat. Jetzt ist es wieder bei Mut unten, Leute. Schaltet die das selber um? Jetzt ist der Vorteil wieder bei Mut. Ich raff's nicht.
Aber eines Tages. Grundlos. Schild. Den nimmst du bitte aus, weil ich glaube, der bringt nämlich das Fleisch. Jetzt ist er aufgestiegen. Jetzt gucken wir mal, ob sich diese 10% oben verändert haben. So, Mäusle. Erhöhte Stärke um 10%. Hier ist jetzt gar nichts mehr. Hier ist jetzt gar nichts mehr. Attributsboni, 5% Stärkeschadenbonus, 30% Beweglichkeitsschadenbonus. Vielleicht muss ich hier gucken, dass die 30% Beweglichkeit sich vom Futter... Bestimmt ist einer dabei, der das mit kurzen, knackigen Worten erklären kann. Haben schon einige geschrieben. Ich habe auch deswegen schon kapiert, dass ich hier gucken muss. Aber noch ist nicht so ganz klar, wo ich hingucken muss und alles. Ich benutze mal. Jetzt habe ich auf jeden Fall 12. Jetzt habe ich hier wieder 14% auf Mut. Dieser erhöhte Stärkeschaden, das kann natürlich auch durch die Klamotten kommen. Und hier ist immer noch alles gleich, ne? Gesundheit plus 20. Tragelast plus 15. Getreuenschaden 4%, Erschütterungsschaden 5%. Mal gucken. Aber da steigen wir schon noch durch. So Leute, lasst uns mal ein paar Meter machen. Lassen Sie uns mal ein paar Meter machen, sagte er und ging schon wieder ins Inventar. Dieses Mal, weil er Fleisch brauchte. Ja, das wird sich schon noch ergeben, oder? Was wäre halt echt schade, wenn ich dann jetzt ständig irgendwie das schleifen lasse und ich könnte dann nicht das Volle rausholen aus denen. Weil die kannst du, glaube ich, dann schon noch richtig stark machen. Guck mal, da ist wieder Krokodil. Zwei. Wie gesagt, das nehme ich mit, weil ich bei der nächsten Nachtruhe das auf jeden Fall abkoche. So, lass mich gucken. Hier wollt mal hin, das heißt, wir laufen jetzt hier unten durch. Wasser habe ich geschöpft, perfekt. Schöne Ausflugsrunde auf jeden Fall. Und unsere ersten Magierhammer geholt. Das sieht ja auch verdammt gut aus da hinten. Wie das aufgebaut ist. Sehr schön. Ich muss trotzdem immer wieder mal gucken. Jetzt müsste man praktisch hier irgendwo versuchen durchzukommen. Da vorne scheint wieder ein größeres Camp zu sein. Vielleicht laufen wir auf dem Rückweg. Also im Rückweg wollte ich ja die Thralls mitnehmen. Ah, ja, da müssen wir jetzt durch, Koneless. Da sind wieder Spinnen. Da vorne hüpft eins. Guck mal jetzt auf jeden Fall kurz vorbei. Huch. War das jetzt die Spinnenattacke oder kommt da jetzt ein Feind, der die wegschmeißt? Boah, hier ist gut was los. Aber die sind auch nicht schwer hier. Ich dachte, dass die vielleicht in Nümmerle schwerer sind. Alles Anfangsgebiet noch, wo ich rumhüpfe gerade mit euch, ne? Aber nichtsdestotrotz haben wir es in dieser Staffel so ja auch noch nicht zusammen gesehen. Todflüsterruine. Hast du was dagegen, wenn ich mal die mitnehme? Ne, bist du da? Ja. Ja, es sind auch Tafari. Oh cool, das nehme ich natürlich mit. Magst du das mal anziehen? Guck mal, ich habe das da, habe ich mir überlegt für dich. Das ist genau das richtige Equip für einen Schurkenspieler. Oh Gott, hier kommt ja jetzt kein Salto raus, sehe ich gerade, ne? Ja, wir gucken aber, vielleicht ist ein Magier. Außerdem steht da so ein Feuer, als ich das aufgebaut hätte. Schön reingucken. Glas können wir mitnehmen. Schwarze Hand. Ich glaube, die schwarze Handklamotten sind doch ziemlich cool aus, oder? Ich komme. Ich komme. Und Dreierkämpfer, ne? So, ich nehme alles. Pfeile nehmen wir mit.
schwarzer Nashornkopf, nehme ich auf jeden Fall mit, keine Ahnung. Stiefel der schwarzen Hand, das hier sieht super aus, das hier sieht super aus. Nochmal hier reingucken, bam und bam. So, pass auf, das mit dem Fuß tut mir leid. Ich nehme das mal zurück, Spatzel. Guck mal, schwarze Handstiefel, ganz normale schwarze Handstiefel. Mittelschwere Rüstung einfach nur. Wahrscheinlich ist unser Zeug besser, aber ich will ja mal ein bisschen gucken, was es so kann. Schwarzer Nashornkopf erinnere ich mich nicht. So, wollen wir mal reinschauen, ob sie noch eine Kiste für uns vielleicht irgendwo gelagert haben. Ey, wer ist denn die mit dem Dreizack da hinten? Das sieht ja totschick aus. Hier ist wieder ein Zauberer. Sehr cool. Rinde nehme ich mit, müsste ich eh farmen. Rinde macht auch nicht so schwer. Hier wieder ein Schädel und eine fehlerhafte Seite. Und wir packen rüber. Das möchte ich hier alles mal anziehen. Ich weiß nicht, ob das... Sieht halt bestimmt schick aus, oder? Ich überlege gerade, ob ich irgendwas raushau. Wenn ich die Suppe kann, ich hier nicht reinmachen. Das hier, das braucht man jetzt nicht unbedingt rumschleifen. Machen wir es einmal so. So, komm weiter, Spatzel. Vielleicht findet man noch irgendwas. Teppichlin. Hier ist eine Kiste. Achso, ich muss ja aus Pferd noch tragen, gell? Ja gut, aber das kann ich ja dann gleich aussortieren. Ist im Moment alles nicht so richtig. So, das Camp haben wir sauber. Da steht noch einer. Den nehmen wir noch mit. Hallöchen. Der war gerade mit der Zauberkunst beschäftigt. Wie die hier die Schreine haben, ne? Die zwei Sachen nehmen wir auf jeden Fall mit. Sag mal, eine Frage. Die hier, was wiegt denn das? Ich habe die darüber gemacht. 5 wiegt das. Ja, dann mache ich so. 7,5. Und 7,4. Dann habe ich da einen Vorteil. Ich sammle Pflanzenfasern ein. Da geht nichts kaputt. Ne, da liegt... Es liegen immer so Sachen rum, wo man denkt, vielleicht muss man was einsammeln, ne? So, warte mal, du kriegst einen Drescherle. Rest macht mein Begleiter. Oder auch nicht. Konnte man dir nicht auch einen Status verleihen? Komm mal kurz mit, ich habe dich noch gar nicht so genau angeguckt, ne? Nicht mehr folgen ist klar, Wache halten ist klar. Verhalten war es, richtig. Emote, verärgern, Vorteil, für diesen Getreuen deaktivieren. Aktivität, Taktik. Bleiben und verteidigen, Nahkampf bevorzugen. Ah, okay. Krass. Müssen wir natürlich dann daheim gucken, wenn wir sie aufstellen, ne? Wo hast du den jetzt hingeschmissen? Ich sehe ihn spontan nicht. Ist aber auch nicht wild. So, jetzt pass auf. Wir müssten jetzt jeden Moment da sein. So, Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt durch, ohne nochmal anzuhalten an dem Camp. Jetzt ist es natürlich super interessant, wenn wir zu Hause sind, die Zauberbuchseiten zu probieren. Es wird super interessant sein, die neuen Thralls mitzunehmen, die wir jetzt im Rad an der Höhle haben. Und es ist natürlich jederzeit interessant, hier nochmal reinzulinsen. Sieht aber aus, als ob sich jetzt nichts mehr verändert hätte durchs Essen oder so. Aber da bin ich mal gespannt, was sie jetzt gezielt... Also jetzt mal rein nur auf die, das ist ja so weitreichendes Thema. Sie möchte ich als Nahkämpferin mit Dolchen, weil sie halt diesen hohen Beweglichkeitswert hat. Wie pushe ich denn das jetzt gezielt? Oder ist das vielleicht auch immer eine random Chance, ne? Weil meiner Meinung nach war es jetzt vielleicht so, ich lege einfach immer, wenn ich mit ihr losziehe, das richtige Essen rein und die kriegt dann die Chance da drauf, ne? Aber im Moment habe ich Mut, oder? Es hat sich was verändert an dem, was ich nachgelesen habe. Vielleicht habe ich einen alten Bericht gelesen, ne? Weil ich meine, die Fleischfetzen sollten Beweglichkeit bringen. So, jetzt pass auf. Wenn das stimmt, müssen wir hier rüber. Das heißt... Ich kann natürlich erstmal... Ne, wir schwimmen. Ich weiß nicht, ob da jetzt was im Wasser drin ist. Schwimmen wir mal rüber. Kommt sie eigentlich mit? Oder portet sie sich eher? Ist jetzt nicht so die Schwimmerin, ne? La, was ist denn das für eine Figur da oben drauf?
Jetzt haben wir aber wenigstens mal gesehen, dass es Zauberer auch bei mir gibt. Freue mich jetzt schon drauf, wenn wir die ersten Seiten in unserem Buch hinzufügen, ne? Weil drei hatten wir ja, glaube ich. Und diese fehlerhaften, die muss man aber, glaube ich, auch aufheben. Die brauchen wir später dann, ne? Gut, dass hier kein Tiefseeungeheuer drin sind. Vielleicht liegt es daran, weil es kein Tiefsee ist. Gab es nicht hier jetzt schon Löwen und so? Weil die sind dann eine Nummer stärker. Da bist du. Bin so tierisch stolz auf dich. So, wir müssen jetzt hier rüber und da müssten dann irgendwo Fohlen sein. Aber ich trinke schon mal Schlückle. Ich esse selber einen Brocken. Und auf geht's. Aber hier kann schon sein, dass Tiger sind. Das weiß ich nicht mehr, ab wann das war. Ey, all das regnet. Krass. Irgendwas hat geschnaubt. Oh shit. Spaß, ich glaube, den kriegen wir nicht. Lesen Dreier. Komm. Nein, nein, nein. Komm, komm, komm. Mäusle. Mäusle. Wir wollen dich doch nicht verlieren, bevor es vorbei ist. Hier sehe ich ja schon ein Pferd. Mäusle? Die kommt nicht. Ich sammle mal das Pferd ein, in der Hoffnung. Ja, das war klar. Ich verliere gerade meinen Thrall, ne? Aber die hält sich ganz gut gegen den. Ich weiß nicht, ob wir den packen würden. Ich probiere jetzt erstmal hier außer Reichweite zu kommen. Ich merke mir den aber natürlich, ist klar, ne, der kommt irgendwann auch dran. So, jetzt bin ich eh schon überladen, jetzt nehme ich noch ein zweites mit. Das freut sich doch schon, dass ich da bin. Guck mal, wie es hüpft. Hi. So, ich glaube, momentan steht er da vorne. So, Maus, jetzt pass mal auf. Gib mir mal die Standarte. Mal die Pfeile. Ich bin immer noch überladen. Achso, ich habe ja auch wieder Punkte gekriegt. Pass mal auf. Überlebenskünstler, Werkzeuge verlieren Haltbarkeit, schalala. Welches war es nochmal? Tragekapazität? Maximales Gewicht, das du tragen kannst. Der da, ne? So, Leute. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Jetzt bin ich am Überlegen. Jetzt bin ich am Überlegen. Zwei Pferde haben wir gesagt. Ein Ersatzpferd, ein normales. Das ist ein schiefer Rücken. So, letzter Blick nochmal ins Mäusle. Hat sich nichts mehr verändert. Okay, also dann geht es morgen weiter. Ich würde sagen, ich gucke, dass wir morgen uns am Rad hier vorne treffen. Da laufe ich schon mal vor, dann nehmen wir alle mit. Begrüße ich euch, schwaller mal ein bisschen. Dann mache ich einen kleinen Sprung hier rüber und dann geht es zu Hause erstmal weiter. Tiere in den Stall reinlegen. Und hier muss ich natürlich auch nochmal gucken. Die können wir schon mal anfordern. Wüstenhunde, die können wir bei uns oben machen. Wenn das morgen noch gilt, je nachdem wir nicht zum Aufnehmen kommen. Rüstungsteile herstellen wäre auch kein Problem. Saisonherausforderung, Kopfgeldjagd. Ein Kopf und eine Leiche abliefern. Vielleicht. Also ich nehme jetzt nicht an durch die Vorproduktion, dass ich das direkt nach Info von euch einflechten kann. Aber machen wir auf jeden Fall. Ne? Und dann möchte ich gern unbedingt auch mal ein bisschen welche machen, wo ein bisschen weiter raus sind. Riesige Kreaturen besiegen, das hätten wir jetzt gerade machen können. Ich weiß aber nicht, ob wir sie geschafft hätten. Könnt ihr mal eure Einschätzung mitteilen, ob wir den gepackt hätten, gerade den Dreier. Wie auch immer. Oh, guck mal, jetzt sieht es aber auch richtig schick aus hier. Morgen geht's weiter. Ich freue mich auf euch, Leute. Bis dann.